Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu StarCraft II Legacy of the Void. So. Gut, mal gucken, können wir irgendwo was machen? Ja. In der letzten Folge haben wir hier. Mir fällt immer. Ich vergesse immer die Station. Ein neues Nebensystem des Schiffs zu aktivieren. Ihr könnt jetzt im Solarkern einen Blick darauf. Oh. Gucken wir doch gleich mal. Ah, mir fällt immer. Ich vergesse immer die Name dieser Station, die wir bereiten. Und Cerberus. Oder irgendwie so ähnlich war das. Weiß ich, muss ich echt nochmal nachgucken. Neues System. Hier ist kein neues System. Das hatten wir schon, oder? Die Schwerter sind unglaublich beschädigt. Ne, das hatten wir alle schon hier. Ja. Der labert uns wieder zu mit irgendwas, was nicht stimmt. Okay, wir gehen mal direkt in die nächste Mission. Wo gehen wir denn hin? Was haben wir denn hier Schönes? Das hatten wir vorher noch nicht. Es erfüllt mich mit Stolz, dass die Richter sich entschieden haben, Teil der Dai Lam zu werden. Amons Armeen sind immer noch eine Bedrohung. Das Möbius-Korps betreibt das Labor, in dem Amons Hybriden gezüchtet werden. Das werden wir beenden. Wir werden uns nach Revanskar begeben und dieses Labor zerstören, bevor Amon weitere dieser Abscheulichkeiten erschaffen kann. So super, es kommt mir mehr und mehr vor, als würde es die Welt von StarCraft in der gleichen Welt wie Star Wars spielen. Revan, benannt nach dem Sith Lord Revan aus Knights of the Old Republic, wäre nicht unbedingt falsch. Ich würde mal eher hier diesen dunklen Templer, den Kaldarim, nee. Die Allianz doch. Mit Alarak ist ein Risiko. Ja, hatten wir schon. Da, alter Freund, was? Direkt weiter. Sieht nicht gut aus. Das ist eine Armada. Welch ein Anblick. Amons Todesflotte schickt sich an, alles Leben im Sektor zu vernichten. Dann sollten wir besser schnell handeln. Das Rakshir, die Machtergreifung durch Zweikampf, darf nicht überstürzt werden. Es muss sorgfältig vorbereitet werden. Wir stehen im Orbit einer gewaltigen Angriffsflotte gegenüber und ihr sprecht von Vorbereitungen? Ich werde Malas stürzen, den Herrscher über ein ganzes Volk. Die Talarien werden mir hörig sein. Ihr werdet mir helfen und im Gegenzug werde ich die Talarien aus dem Kampf heraushalten. Das war unsere Abmachung. Doch zuvor muss das Ritual ausgeführt werden, wie es die Tradition verlangt. Diese Abmachung erscheint mir immer einseitiger. Tja, ja. Sowas kann passieren, wenn man sich mit, in Anführungsstrichen, Bösen einlässt. Gut, er ist schon böse, klar, aber er ist auf der guten Seite böse. Kann man das so sagen? Kann man auf der guten Seite sein und böse sein? Dann wäre man da nicht neutral mehr? Ja, vielleicht ist er neutral. Er handelt mehr so nach seinen Mustern, wenn man so will. Reden wir mal mit ihm. Ich möchte mehr über dieses Rakshir erfahren. Euren rituellen Kampf. Um das Rakshir zu verstehen, müssen wir zunächst die heilige Kette des Aufstiegs verstehen, die uns mit Amon verbindet. Jeder von uns ist an seinen Willen und an den Willen dessen über uns in der Abfolge gefesselt. Und doch gibt es eine Möglichkeit, aufzusteigen. Durch Klinge und Blut kann sich jeder Taldarim die Position dessen über ihm aneignen. Dieser Ritus stellt sicher, dass nur die fähigsten von Amons Aspiranten seinen Willen vollstrecken. Das heißt, Malash ist der mächtigste eures Volkes? Er gilt als der Mächtigste, doch er hat sich noch nicht mit mir gemessen. Das kommt mir so alles nach den Sith-Prinzipien vor, ehrlich gesagt. Er könnte auch ein Sith sein, also die Sith haben ja auch mal diese Tatsache fabriziert, hier der Stärkste ist ganz oben. Weiß ich alles, weil ich in letzter Zeit Star Wars KOTOR spiele. Ja, dann wird das alles erklärt. Gut, hier gibt es, glaube ich, nichts weiter. Ach, ich guck trotzdem mal die Runde. Wie unsere Späher berichten, versucht die Liga, die Goldene Armada aufzuhalten.
Doch trotz ihrer Anstrengungen sind zahlreiche Systeme bereits gefallen. Ja, komm, die Menschen haben gegen so eine Armada haben so keine Chance. Die Terraner sind zwar nicht schlecht, ist halt so dieses Mittelvolk zwischen gute Quantität und gute Qualität, aber die Brote sind halt die Qualität und die Zerg die Quantität. Terraner waren halt, sind halt, oder der Mensch ist halt immer nur so das so Mittelding. Ich dachte immer, hier unten wird angezeigt, wenn man hier was machen kann. Wenn ihr mich nicht so anstarrt. Ich habe die Erinnerungen in meinen Gedanken durchlebt. Euer Volk, die Nerasim, wurden zu Ketzern erklärt. Und doch sehe ich in euch nicht das Böse, vor dem sich die Konklave so fürchtete. Ignoranz als auch Bosheit führten einst zur Trennung unserer Völker. Wenn wir zusammenleben wollen, müssen wir uns gegenseitig als das erkennen, was wir wirklich sind. Als Protoss. Ich hätte es gedacht, als Brüder und Schwestern. Nein. Es wirkt immer familiärer als Protoss. Nein. In mancher Hinsicht verstehe ich die Tal'Darim. Ihr Eifer, ihr Streben danach, ihrem Gott zu dienen. Doch ich begreife nicht, warum Amon sich von seinen Verbündeten, die ihm treu dienten, so einfach abkehrt. Warum er ihr heiliges Vertrauen verraten und sie wie entbehrliche Werkzeuge behandeln würde. Ich spüre seinen grenzenlosen Ehrgeiz, Arthas. Die dunkle Wahrheit ist, außer seinen Hybriden wünscht Amon keine Verbündeten. Er gibt vor, einen Kreislauf voller Hass und Gewalt beenden zu wollen. Und doch strebt er nur ewige Finsternis an. Ich frage mich, was damit gemeint ist, dass er einen Kreislauf aus Hass und Intoleranz und was auch immer durchbrechen will. Hört sich fast an wie dieser Kreislauf in Mass Effect, der immer alle paar 10.000 Jahre die alle hochtechnologisierten Völker vernichtet. Ha. Vielleicht ist es ja hier, ist ja diese Galaxie nicht nur die gleiche Galaxie wie Star Wars, sondern auch die gleiche wie Mass Effect. Aha. Und dann kämpfen wir zum Schluss wahrscheinlich gegen Reaper. Oh Mann. So ein Blitzen kann auch nur ich denken. Ich habe die Kriegsmaschinen der Tal'Darim analysiert. Ihre Technologie entspricht exakt den Kalai-Modellen. Abgesehen von den Konstruktionsmaterialien gibt es beinahe keine Abweichungen. Wie ist so etwas möglich? Es gab schon immer Legenden über Schiffe, die in die Weiten des Kosmos auszogen und nie zurückkehrten. Streitkräfte, die verschwanden. Ich kenne diese Geschichten. Sie erzählen von wütenden Geistern aus unserer Vergangenheit, die zuschlagen, wenn wir am verwundbarsten sind. Stellt euch bloß vor, wir hätten diese ganze Zeit unwissend gegen die Tal'Darim Krieg geführt. Das würde vieles erklären. Wie bedauerlich. Sie sind Diebe, die niemals die Freuden eigener Erfindungen genossen. Verabscheuungswürdig. Tja. Das gibt's auch in der heutigen Zivilisation oft genug. Gut, hier wird sich ja nichts geändert haben. Ich kann nicht nachgucken. Gut, dann springen wir jetzt in die Mission. Vor der Ausrufung des Rakshir müssen sämtliche von den alten Schriften verlangten Vorbereitungen getroffen werden. Bereitet euch vor. Malash wird sicherlich versuchen einzuschreiten. Ja, yeah, wir kriegen die Phasengleiter. Das ist ganz cool, weil die, wenn die feuern, machen sie mehr Schaden, je länger sie auf ein und dasselbe Ziel feuern. Oh nein, die haben die Trägerschiffe. Das ist fies. Darauf freue ich mich und ich finde die super, die Trägerschiffe. Die habe ich schon damals in StarCraft 1 immer geil gefunden. So ein riesiger Marder aus Trägerschiffen, die dann kleine Schiffe aussetzen, um alles niederbomben. Einfach nur Hammer. Oh, wir kriegen 20 Solarit bei Bonusbelohnung. Was ist unsere Aufgabe? In einem Malaswächter, während der Tarazinennebel aktiv ist. Achso, okay. Schließen Sie Schritte des Ritus auf dem Schwierigkeitsgrad normal ab, bevor der vierte Tarazinennebel aufzieht. So, gucken wir einfach mal. Starten. Dies sind Malaschs Wächter. Ihr müsst sie ausschalten, damit ich meine Mission fortsetzen kann. Nun gut. Wir werden tun, was nötig ist. Doch wartet. Was ist das für ein seltsamer Nebel? Terrazin. Es tritt regelmäßig aus den Abgründen von Slain hervor und bringt uns der Leere näher. Amons Streitkräfte werden sich manifestieren können, solange der Nebel anhält.
Hier können sie nicht ihre volle Macht entfalten, aber sie werden eure Basis unerbittlich unter Druck setzen. Ihr versprachten mir einen leichten Sieg, Alarak. Findet ihr etwa keinen Gefallen an Herausforderungen? Nun gut. Meine Streitkräfte werden die Wächter verfolgen, solange das Terrain sicher ist. Und wenn der Terrazin-Nebel aufzieht, müssen wir dem Ansturm standhalten. Oha, das hört sich nach einer großen Herausforderung an. Ich will ja doch mit Leas. Wagen von Terrazin aufsteigen, meine Krieger. Bleibt wachsam. Ah, es ist schrecklich. Wir können jetzt durch das Raumportal Phasengleiter heranwarpen. Sie sind ideal dafür geeignet, in der bevorstehenden Schlacht Feinde abzufangen. Gute Arbeit, Phasenschmied. Ist es schon der Leiter Leben? Werden uns von großem Nutzen sein. Ach so, nee. Oh, das wird hier eine spaßige Mission. Ich sehe das jetzt schon. Und dann kommt ein riesiger Armee. Ich bin schon mal froh, dass diese Leere hier nicht meine Protoss-Einheiten korruptieren kann. Ah, oh, cool. Hatte ich irgendeine Fähigkeit dafür ausgefürstet, oder? Ich will jetzt keinen bauen. Der Schlange zwischen dieser Welt und der Leere schwindet. Bald werden Amons Streitkräfte erscheinen. Na, super. Und eine Mission ist es, nicht vier Nebel aufziehen lassen zu dürfen. Okay. Wie schnell soll man den da machen? So. Prismakern versagt. Wir nötigen Unterstützung. War da gerade Terraner? Die Todesschreie waren noch terranisch. Genug, Medic. Wir sind die klingenden Major. Bündelt der Phasenkristalle aufgeladen. Das mit den Mineralien wieder los. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich hab hier so viele Drohnen, ja, und die arbeiten wie sonst was, ja. Die kriegen nicht mal Pause, ja. Also 8 Stunden Schichten können die vergessen. Wir werden Rache. Natürlich sind Zwerg auch da. Energie bei 100%. Sehr gut, Leute. So. Eine kleine Mini-Verteilung haben wir. Ach toll. Phasenkristalle aufgeladen. Basis wird angegriffen. Ach was? Wer hätte das denn gedacht? Es kam jetzt so überraschend, dass die Basis angegriffen wird. So, danach hole ich hier 3 rein und dann geht's erstmal los. Erstmal brauchen wir hier mehr. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, habe ich gemerkt. So, das heißt jetzt wieder die Phase auf. Was denn jetzt so? Die Wächter beschützen die Schreine. Bereitet ihnen einen langsamen und qualvollen Tod. Mein Volk kämpft ehrenhaft. Sogar wenn wir es in eurem Auftrag tun. Aber zunächst müssen wir unsere Verteidigung aufbauen. Yep, ganz genau. Erstmal für die Verteidigung sorgen. Na, hier noch einer.